Hallöchen, liebe Fleischfanatiker. Ja, so beginnt eine Aufnahme. Wunderschön. Willkommen zurück zu Let's Bleed Super Meat Boy. Das letzte Mal wir ist bis Level 7 geschafft, wobei ich dann so ein bisschen wütend wurde. Ich habe mir gerade noch mal ganz kurz wieder die Steuerung so hier angetan. Und müsste doch eigentlich funktionieren. Lasst uns Blut verbreiten! Wenn ich gerade mal so hingucke, die Pflaster. Ist das nicht eine schön blöde Zahl? Wir haben nur einen Charakter freigeschaltet. Oh Gott! Okay, so geht das Level. In den Tod stürzen. Gut. Verarsch mich nicht. Hab ich nicht gerade gesagt, verarsch mich nicht. Oh. Also ich versuche jetzt mal... Verdammt. Das Spiel nicht so ganz an meine Nieren gehen zu lassen. Warum springst du nicht? Da. Wie, wie, wie. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ach, da ist. Verdammt. Okay, so geht das. Einmal rüberspringen. Da reinspringen, dann kommt ihr sehr viel weiter. Spring da hoch, spring da hoch, spring da hoch. Na komm, na komm, na komm, na komm's! Blöder Fleischklops! Jetzt lass mich nicht im Stich! Verdammt! Nein! Blöde Wand! Oh Gott! Darf ich denn noch... Ach, da oben war eine Warp-Zone. Da wäre man so reingekommen. Ich bin ein Blitzmerker. Ich schaff's da nicht hoch. Okay, also ein Great A wird das auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Jetzt könnt's wieder ins Fern. Dann mach ich als erstes Warp-Zone zeigen. Und hoch da. Von wem ist das denn die Warp Zone? Ich mag das Geräusch nicht. Hallo? Ich glaube, Super Meat Boy hat mich echt lieb. Ich habe das Gefühl, das hat sich gerade aufgehangen. Ja, da... Na okay, da unterbreche ich mal ganz kurz die Aufnahme und schaue mal nach, was los ist. Da bin ich wieder. Hallo? Hey? Also... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Blarg. Man rechnet nicht damit, klar, oder? Naja. Also, die Warp Zone hat er da stehen lassen. Und ich werde verarscht. Herrlich. Ich werde schön verarscht. Gut. Bis gleich! Yeah. Okay. F10 ist wohl sowas wie ein Pauseknopf. Ich guck mal, was ich dagegen tue. Ah, da sind wir. Und außer, dass die Grafiken ein bisschen langsamer laufen, ist ja alles hier in Ordnung. Gut, ich habe jetzt Aufnahmetaste woanders hingelegt. Ich hoffe mal, ich werde mich dran gewöhnen. Das wird dann auch nicht mehr mit Teamfortress 2 sich in die Quere kommen. Hoffentlich. Da ich da, immer wenn ich aufnehmen wollte, sich das Spiel beenden wollte. Hat das nicht schön, das zu geheißen? Und dann gucken wir mal The Bootlicker. Der Schuhlecker.
Hey! Jill from Mighty Jill Off. Okay, wir haben es mit einer mit einer Schuhfetischistin zu tun. Ach, genau. Jetzt weiß ich wieder. Mist. Der kommt schön. Wenn man die Leertaste hämmert, während Jill gerade im Flug ist, der hat es gerade, glaube ich, gequietscht, dann fällt man langsamer, wobei ich das wohl nicht ganz beherrschen zu scheine. Mist! Nein! Spring doch nicht in den blöden Stachel! Das ist ein nutzloses Viech. Na komm schon! Sei lieb zu mich! Kann sein, dass du mir gleich stachelst? Ich glaube, ich will zu heftig abbremsen. Oh, so langsam tun meine Nieren weh. Lass dich nicht aufregen. Also gleich hat mich meine Leertaste lieb, weil ich sie... Aua, meine Nieren. Dieser blöde Stachel tut mir weh. Da war ich doch nicht mal, ja, ganz nah am Stab. Verdammt. Reinspringen ist, au, die beste Lösung. Ich glaube, da die Aufnahme mir extrem meinen Skill zieht... Welcher Skill denn? Maul halten. Werde ich Jill dann irgendwann mal offline holen. Noch besser wird's mit einer Warpzone, über die ich mich schon erkundigt habe. Verdammte Scheiße, wieso man das da unten noch... Ups. Ob ich dazu dann so ein Special-ähnliches Video mache? Werden wir sehen. Also auf jeden Fall hier, Jill kann sich verlangsamen. Ich werde sie mir off-camera holen. So, ich glaube, ich mache das bei allen Charakteren. Außer einem, damit ihr mich leiden seht. Schön leiden. Und mehr zu Jill gibt's nicht zu sagen. Zurück zur Karte. Ja. Auf geht's nochmal in das Level. Darunter, hier lang, dort hoch. Da rein. Ich sollte mich erstmal aufkommen lassen. So, hier hoch. Da hoch. Darüber über alles. Den Stein mitnehmen. Da reinspringen. Hier rüber. Da hoch. Hör. Na, schade. Whee! Was ich auch mal eigentlich wieder aufnehmen müsste, ist ja The Binding of Isaac. Oh, da springe ich immer noch zu weit. Ist The Binding of Isaac. Wieso ich das sage? Ich glaube, ich kann mein Sprachzentrum kaputt. Ich glaube nämlich,
dass ich das schon längst getan haben werde, wenn... Ups. Tod hast du der Meat Boy! Oder nee, ich glaube heute nehme ich gar nicht... Das verstehen konnte, ist ein Genie. Oder total verrückt. Also auf jeden Fall nehme ich heute höchstwahrscheinlich nicht auf. Schauen, bin ja jetzt hier mit Super Meat Boy, da wollte ich ja eigentlich diese Welt hier abschließen. Nein! Aber bei dem Tempo, wie ich hier voranschreite, ich hatte mir eingeplant 1,5 Stunden. Ich weite das auf 2 Stunden aus. Aber ich zocke hier das Spiel einfach nur, um Spaß zu haben. Ja, das Spiel macht mir Spaß. Man glaubt es kaum. Dieser blöde Kann... Nein, nicht schon wieder! Verdammt! Ja! Ich will das nicht nochmal sehen. Verdammt! Zurück zur Karte. Ich glaube, dass das Level mich lieb gewonnen hat. Na, ich will ja wenigstens mal alle Level durchgespielt haben. Warp Zones zählen nicht, vielleicht mache ich dazu ein Special. Also so am Ende, wenn ich mal mir irgendwann Skill antrainiert habe. Weil mit der Zeit frisst das Spiel doch schon hier so ein bisschen Nerven, Skill. Okay, sobald der da unten ist. Hopp! Nein! Ah! Wieso habe ich den Sprung abgebremst? Oh, da muss ich ja sprinten. Ich muss dazu ehrlich sagen, Super Meat Boy war wirklich das Projekt, wo ich mir immer gedacht habe, oh scheiße, jetzt muss ich ja eigentlich aufnehmen. Weil ich einfach zu wenig Skill für sowas besitze. Aber wen stört's? Ihr habt Spaß daran, mir zuzusehen, wie ich leide. Oh Gott! Nein! Verdammt! Da habe ich so ein Kackglück und dann verbocke ich es wieder. Also ich meine, ich stand eigentlich mitten in der Hitbox. Ich will gar nicht wissen, wie das Level... Oh. Tschüss! Ich will gar nicht wissen, wie das Level aussieht. Mit dem ganzen Blut an den Rändern. Dass man hier immer warten muss. Kann man eigentlich oben lang? Ich weiß es gar nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Oh. Whee! Da wird denkt euch jetzt alle. Boah Gott, kann da nicht hinmachen. Nein, kann ich nicht. Mein Skill ist zu schlecht. Ich denke gerade nach, wer hier der Boss war. Ob ich das durchgespielt habe? Nein. Ganz ehrlich, nein. Ich habe, ja, so dämlich es auch klingen mag, ein Let's Play davon gesehen. Ich habe ein LP davon gesehen, mir das gekauft, dachte, ja, so schwer ist das schon nicht. Sterbe hier natürlich wieder. Also, hier, wie gesagt. Blödes Arschgesicht. Ja, Meat Boy ist ein Arschgesicht. Der besteht ja nur aus Gesicht. Und dann muss er seinen Arsch im Gesicht hängen irgendwo. Wo war ich? Let's play. Gott! Na, Leertaste! Hab mich doch lieb! Dachte mir, ja, so schwer sieht das ja gar nicht aus. Bei dem Level ist er aber verzweifelt. Weil er genau wie ich das Timing nicht drauf hatte. Dachte mir halt, ah Gott, so schwer kann das doch gar nicht sein. Oh, ihr wisst jetzt wenigstens alle, wo Bandage, genau so hieß die. Blöde Tuse, wegen der ich das hier alles auf mich nehme. Die ganzen Strapazen, die ganzen Tode. Und Respawn, das möchte ich auch können im wahren Leben. Da möchte ich auch einfach in irgendwelche Viecher reinrennen.
mich vor einen Elefanten schmeißen, in ein Fleischball aufgehen und dann respawnen. Gott! Nein! Nein! Das muss man sich an die Nieren gehen lassen. Da springt man über Bandage. Man hat so ein Kackglück. Und dann springt man über die drüber. Wenn ihr wüsstet, wie ich gerade hier ausflippe. Verdammte Scheiße. Puh. Gott. Ich will dieses Level doch nur noch... Ich kann unten stehen? Ich will dieses Kack-Level doch nur noch haben.